Ja, prinzipiell kann man mit dem Roboter alle Operationen laparoskopisch durchführen. Aber insbesondere ist das natürlich für die Patienten geeignet, die eine Gebärmutterentfernung bekommen, gerade in besonderen Situationen, wenn sie massiv voroperiert sind oder wenn es auch bösartige Erkrankungen an der Gebärmutter gibt, ist der Einsatz des Roboters sinnvoll. Die ersten Erfahrungen beim robotischen Operieren haben unsere Erwartungen bestätigt. Es ist möglich, mit dem Roboter sehr, sehr präzise zu operieren in einer entspannten Situation. Und das ist gerade für Patienten mit einem komplexen OP-Situs sehr wichtig. Die Vorteile für die Patienten beim robotischen Operieren sind ganz klar die hohe Sicherheit. Man kann mit dem Roboter sehr, sehr präzise operieren, gerade an sensiblen Strukturen, an Nervenbahnen, an Gefäßen, an Lymphgefäßen. Und das gibt für die Patienten eine besondere Sicherheit in der Operation.